P32 hinzuarbeiten. Auf jeden Fall Mustang, geil. Erstmal Mustang natürlich, wie soll man es anders sagen? Natürlich Mustang. Ja, Mustang ist ein geiles Auto. Und Mustang ist auch ein geiles Tier, so ein Hengst. Das ist ein Hengst, doch. Naja, auf jeden Fall, ich mag das Auto, ich mag Mustangs, so, ich mag Muscle Cars und so. Aber dann werden wir auch dieses schöne das Flugzeug dann spielen, das Mustang heißt. Habe ich mir jetzt so kurz entschieden, so. So, dann erforschen wir das Ganze und dann kaufen wir die Maschine auch direkt. Aber erst die P12E müssen wir kaufen. Ja, okay, die kaufen wir. Kein Problem, kaufen wir. Ja, und dann. Können wir uns die da nicht, kann ich die da nicht schon direkt erforschen oder war es das jetzt schon mit Forschen? Ich möchte die ja verforschen. Hallo. Ach so. Wie geht. Hä? Ach. Damit ver. Ach, jetzt, so habe ich das verstanden. Jetzt habe ich das verstanden. Das ist nur eine. Hä? Das ist. Ach, das ist ein Flugwerk. Ach so, ich habe gedacht, ich habe jetzt ein Flugzeug gekauft. Sag das doch. Können wir die auf jeden Fall erforschen schon mal direkt. Und im Nachschub kaufen. Ich habe gedacht, da wäre ein Flugzeug. Ich denke so, hä? What the fuck? Nein, aber das ist ein Flugwerk. Ja, ich muss da mich noch ein bisschen in das Spiel reinlesen. Grundausbildung. Ja, alles andere bleibt uns nicht übrig, wa? Ja, kaufen. Kaufen. Yay! Flugzeug wurde gekauft. Gehen Sie zum Hangar, um wieder zu warten und so. Ja, dann haben wir schon unser erstes Flugzeug gekauft. Ray! Auch wieder ein Doppeldecker. Aber egal. Ich mag ja irgendwie diese alten Flugzeuge. Ich würde auch gerne mal so einen alten Doppeldecker fliegen. Da hätte ich echt Bock drauf. Finde ich auf jeden Fall ist geil. Definitiv. Brandwahrscheinlichkeit. Panzerbrechend, Schaden pro Sekunde. Macht weniger Schaden, Brandwahrscheinlichkeit. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir. Eine machen wir dann panzerbrechend. Und die andere machen wir Brand. Automatisch nachfüllen. Verbrauchsmaterialien, was gibt's da? Schönes. Beschädigten Motor reparieren. Oktanbenzin. Erste-Hilfe-Packung. Ah, ist doch alles für Pussys. Ist doch alles für Pussys. Ja. Yay. So. Dann haben wir die Curtiss P23. Ja, und dann wollen wir uns mit der direkt mal ins Gefecht wagen. Yay. Flugzeug fliegen. Das macht mir irgendwie Spaß und ich finde das geil, dass das erste Gefecht so gut war. Jetzt? Ah, jetzt geht's. Ich habe schon gedacht, das Spiel hat sich aufgehängt. Ich hoffe nicht, dass sich jetzt das Spiel aufhängt. Das wäre scheiße. Das würde ich echt scheiße finden. Nee, auf jeden Fall. Ah, und wir haben ja auch schön. Ah, wir haben ja hier gefundenes Fressen hier. Die ganzen T1er-Flugzeuge. Wenn wir im Grund und Boden ballern. In Grund und Boden, sage ich dir. Ja, wir können uns dann auch schon mal das neue Flugzeug angucken. Hat auch zwei Tragflächen und einen Propeller und Maschinengewehre, aber die Maschinengewehre sind jetzt drin und ja, das Gefecht beginnt und. Uah, nein. Nein, du sollst. Nein, du sollst nicht im Boost sein. Was ist das hier? Ach so, okay. Das sollen das Wolken sein, oder was? Ach, wahrscheinlich kann man sich in den Wolken verstecken. Ach so. Okay, verstanden. Ja, dann werden wir mal ein bisschen den Boost aktivieren, um hier mal ins Gefecht zu kommen. Dann werden wir mal hier.
Hoffentlich schießen wir das in Brand. Ja, und da hat mir wieder einer den Kill weggeschnappt, aber egal. Scheiß drauf. So, und wir nehmen den Boost und ziehen erstmal hoch. Ich hoffe, das funktioniert so. Ah, scheiße, ich werde beschossen. Ah. Zieh hoch, Junge. Dreh dich. Ja, ich merke, dass ich die Kontrolle über das Flugzeug verliere. Okay, aber ich werde hier beschossen. Das ist nicht schön. Das tut weh. Komm her, du blöder Penner, du. Ah. Und ich werde hier beschossen und wir drehen nochmal eine Kurve und Looping und Steigkurve. Ah. Ja, ich merke. Ist blöd, aber muss so. Komm. Und weg. Hauen wir ab schnell. Ah, nein, ich will das. Nein! Du hast mir mein Flugzeug kaputt gemacht. Ey, finde ich nicht nett von dir. Ja, wir gucken uns mal. Wenigstens im Wasser gelandet, ne? Hoffentlich hat der Pilot es rausgeschafft. Ja, gucken wir uns mal das Gefecht noch an. So lange kann das auch nicht mehr dauern. Ah, der ist gerade in den Wolken drin. Jetzt verstehe ich auch, warum die Wolken dann so pixelig sind. Ein sehr gutes System. Ja, aber wir haben dann auch gewonnen. Geile Sache. Geil. Geil, geil, geil. Yeah. Wir wurden zwar zerstört, aber egal. Egal. Lade. Lade schneller, verdammt. Nochmal. Einfach nochmal. Fertig, ich mach fertig und ich will zocken. Ich hab da richtig Spaß dran an dem Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so verweigert habe, das aufzunehmen. Weil ich wollte es eigentlich erst gar nicht mehr let's playen. Aber läuft doch eigentlich besser als gedacht. Eigentlich. Natürlich müssen wir jetzt mal gucken, dass wir so ein bisschen mal einen abschießen. Wäre natürlich mal geil. Aber auf jeden Fall, wir treffen, wir leisten unseren Beitrag und darauf kommt es ja nur an. Ist doch so. Und ja, mal gucken, ob was wir jetzt mal reißen können. So. So. Aber die haben echt die Steuerung verbessert. Echt. Muss man sagen. Werden mal so leicht steigen. So leicht. Nur mal auf so auf 1000 Meter so ungefähr. Ja, passt. Dann können wir uns ein Ziel suchen. Was unter uns ist. Irgendwie. Ja, dich nehme ich. Dich nehme ich. Dir reiße ich den Arsch auf. Komm her! Ja, der ist ein bisschen weit weg. Ah, macht nix. Wird auf mich geschossen etwa? Ihr wagt es doch nicht, auf mich zu schießen. Und da ist er vorbei. Ja, aber der, ich glaube, der nimmt uns jetzt, will uns jetzt aufs Korn nehmen. Du hast einen Verbündeten getroffen.
Du bist mir aber rein. Ey, das finde ich jetzt scheiße. Mann, du Arschloch. Ey, fliegt der. Fliegt der mir da einfach rein? Jetzt mal ganz ehrlich. Kackspast. Mann. Ey, das finde ich jetzt blöd von dir. Arschloch. Ja, gucken wir uns mal das Gefecht jetzt an. Dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Was ich aber auf jeden Fall mal sagen muss, die Gefechte dauern nicht so lange wie in World of Tanks. Finde ich auf jeden Fall angenehmer, weil in World of Tanks musst du da manchmal warten. Manchmal habe ich auch nicht wirklich Bock, da nochmal einen älteren Panzer zu spielen, weil ich einfach mal vorankommen will. Aber das erschwert halt dieses Vorankommen ein bisschen. So, ja, den hat er jetzt schön hinten dran gehängt und bam, hat er ihn kaputt gemacht. Aber ich denke mal, wir werden nicht mehr gewinnen. Denke ich mal. Obwohl der, also der Mann hat, oder die Frau hat ihr Flugzeug echt unter Kontrolle. Ich würde ihn gerne mal fragen, wie er fliegt. Ob er mit Joystick, mit Maus und Tastatur fliegt. Aber er müsste jetzt eigentlich auch gleich die Fratze sein, wenn er... Ja, habe ich gesehen. Dein Team wurde zerstört. Ja, damit ist das auch jetzt zu Ende. Schließen wir mal einfach. Klappe zu, Affe tot. Klappe zu, Affe tot. Wow. Komm, mach hinne, ich will spielen. Yay, und direkt nochmal, weil es so schön war. Nee. Ja. Standardgefecht. Gefechte enden mit Zerstörung aller gegnerischen Flugzeuge oder bis ein Team die Luftherrschaft erlangt hat. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ja. Hafen. Standardgefecht. Hafen. 3.50 Uhr. Die Frisur sitzt. Tipps. Nutzen Sie die Flughöhe als Vorteil. Starten Sie im Kampf im Steifflug, um den Gegner einen Sturzflug zu überfallen. Da müssen wir mal ein bisschen mehr benutzen hier. Ja, wir lesen uns mal die Tipps durch. Ich glaube, ich kann sie gebrauchen. Aber dann wollen wir mal gucken. Und mal gucken, was dieses Gefecht bringt. Und wir müssen das jetzt überleben. Und mir juckt die Nase, aber ich kann... Ah, oh, scheiße, mir juckt die Nase. Ah, oh, ich muss mich kratzen. Ah. So, wo sind die? Spasten. Er denkt, er hätte mich abgelenkt, aber doch nicht. Ich hänge hier kopfüber und ich gehe mit dem Kopf die Bewegung mit und... So, komm. Da hat er sich schön gedreht. Aber mir hängt auch einer am Sack.
versuch mal hier so ein bisschen. War vielleicht nicht das Schlauste, so tief runter zu gehen, aber. Ah! So. So ein bisschen Pearl Harbor-Style, so halb über den Boden fliegen. Hoffentlich knallen sie rein. Nein! Ah, scheiße. Scheiße. Ja, ich war einer der letzten, die noch in der Luft waren. Also, so schlecht kann ich nicht gewesen sein. Ja, dann wollen wir mal dem letzten beim Sterben zusehen. Ja. Flieg nicht gegen die Wand. Mann, bist du ein Noob. Also, so noobig bin ich ja noch nicht mal. Und ich bin gerade richtig tief geflogen. Mann, Leute. Muss ich mal einen Bär machen hier. Da geht doch nicht. Junge, da geht doch nicht. Da ist ein Berg. Da kann ich nicht durchfliegen, doch. Geht nicht. Junge. Ja, ich bin ein bisschen aufgedreht, weil wenn mir das Spiel irgendwie sehr Spaß macht. Nicht, dass mir World of Tanks auch keinen Spaß macht, aber das ist neu und toll und und ich hau gegen das Mikrofon. Ah, scheiße. Egal.